Vier Könige. Vier Asse. König, Ass und König. Ass, nochmal Ass, aber. Ich bin doch Zauberer. Ich kann das viel, viel stylischer wieder rauspfringen. Und zwar der Gestalt. Das rote Ass nämlich findet sich ganz locker aus der Lameng, meistens Pi mal Daumen, ja, aus der Mitte heraus. Offenbart es sich fast von allein. Bei den anderen muss ich natürlich ein bisschen Rechenarbeit machen. 43 Wurzel 48,3 hoch 2 geteilt durch 4 und wenn ich mich nicht täusche, kann natürlich Glückstreffer gewesen sein, aber wir gucken mal, wie es sich bei den anderen verhält. Dann. Könige. Könige ist ein bisschen widerspenstiger meist, aber wir können nur hoffen, dass der Erste sich auch durch Zauberhand von selbst offenbart, ebenfalls aus der Mitte heraus. Ja, dürfte ungefähr hier sein. Wir schauen einmal nach und Tatsache, da ist er. Jetzt die letzten beiden. Jetzt müssen wir mal gucken. Vier Könige, vier Asse. Worauf setzt ihr? Natürlich die vier Asse, denn weiß doch jedes Kind, vier Asse sind doch nun mal wertvoller. Vier Asse sind doch wertvoller als vier Könige. Bisschen komplizierter, jedoch eigentlich am unsinniger wird es, wenn die Asse aufgeteilt werden und mit den Königen vermischt werden. Denn dann ist die Situation ja relativ, naja, wie soll ich sagen, unsinnig. Denn zwei Könige, zwei Asse, zwei Könige, zwei Asse, da macht ja die Wette wenig Sinn. Aber Zauberei passiert und wo haben wir vorhin gesetzt? Dort. Probieren wir es mal nochmal. Und wir gucken nach. 1, 2, 3, 4. Zauberei. Aber wäre die Wette auch gewonnen? Denn es gibt ja eine Handbeinprobe, die ist stärker als die vier Asse und